heute bei The Forest. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Forest. Ja, ihr staunt bestimmt nicht schlecht und ich auch nicht, denn unser Spielstand hat sich leider in Luft aufgelöst. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder ob es daran lag, dass wir nach dem Speichern quasi schon mal gestorben sind. Aber die ganze Spekulation nützt uns nichts. Neuer Absturz, neuer Tag. Los geht die wilde Sause. Oh, da ist doch direkt mein Freund der Lizard, wenn er noch ein bisschen wartet. Zack. Wunderbar, bis sofort ein Rüssi. Ja, ich habe von euch mega viele Tipps erhalten. Sehr gute Tipps dabei. Eine Taschenlampe gefunden, sehr gut. Hab alles mal ausprobiert. Schöner Ball. Hep, weg mit dem Ball. Zack, soweit, so gut. Haben wir schon mal die Taschenlampe, sehr wichtiges Grundausrüstungsstück. Hey, hey. Ach, fuck. Fuck, fuck. So, Entschuldigung, kurze Störung. Also nochmal. Feine Köfferchen sind hier. Ihr habt mir sehr viel erzählt. Entschuldigung, der Störung. Wagt es, mich zu stören. Und sehr vieles Brauchbares bei rausgekommen. Ich habe zwischenzeitlich eine Runde gezockt. Und, hey, warte, du Blöder. Hab ich dich. Wo bist du? Du sollst warten. Ist er verschwunden? Alter. Hihi. Haha. Hast du gedacht, oder was? Das sind meine Freunde, die Möwen. Soweit, so gut. Vieles ausprobiert. Zum Beispiel habe ich sogar mal experimentellerweise schnell eine Holzhütte gebaut. Und was soll ich euch sagen? Die Holzhütte sieht sehr schick aus, aber sie dient nicht als Schlafplatz. Nein, funktioniert nicht. Also ihr könnt nicht in der Holzhütte speichern. Deswegen, hahaha, haben wir quasi schon das richtige Gebäude ausgesucht, ja? Um einen Schlafplatz zu erstellen. Nehmen wir Steine mit, so hin und her. Also an für sich gefällt mir hier der Platz schon sehr gut. Und ja, wir machen heute ganz kurz. Wir machen nämlich mitten hier auf der Wiese. Auf der grünen Wiese. Hier machen wir einen Schlafplatz. Hier haben wir nämlich genug Ressourcen zum Nachwachsen. Da muss ich nicht so viel hin und her rennen. Und Krieg gibt's auf jeden Fall. Also, da fangen wir direkt mal hier an. Hier mitten in der Pampa. Wunderbar. So, zack. Schlafplatz. Hand Ding Dings Bums. Ja, wunderbar. Hier in Sichtweite. Da. Zack. Schön bauen. Zack. Eins, zwei, drei Stöckchen. Liegen hier jede Menge rum. Wunderbar. Steinchen. Haben wir jetzt. Zack, 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 zack. Brauchen wir nur noch drei Stöckchen und Bäume. Bäume. Nehmen wir direkt den hier. Los geht's. Ja, also rausgefunden. Blockhütte nach ewigen Gebaue. Ja, musste ich leider feststellen, dass die Blockhütte noch nicht funktional ist. Also, die steht da, sieht sehr gut aus, aber bewirkt wirklich rein gar nichts. Ihr könnt nicht pennen, ja. Ich habe da mal in der Hütte eine Feuerstelle gebaut, ja, sieht toll aus. Ob es was bringt, weiß ich nicht, ja. Man könnte die Holzhütte über seinen Schlafplatz bauen, dann würde es vielleicht was bringen, aber das betonen ließ es auch vielleicht, ja. Und dann ist ja schon ein großer Haufen Mist, müssen wir mal sagen. Ja, das sollte ja schon funktionieren. Hier, der nächste. Hep. Deswegen, warum sollen wir denn an uns so schwer machen und diese verdammte riesige Hütte bauen, wenn die sowieso nichts bringt? Ja, warte noch. Ja, ich habe festgestellt, dass für den Kampf, vielmehr habe ich auch gelesen, für den Kampf eine Axt aus Stock und Stein wahre Wunder bewirken soll. Die soll besser sein wie hier diese Feuerwehraxt. Sehr gut, richtige Richtung, wunderbar. Noch zwischenzeitlich Stöckchen. Zack, zack. Hey, zack. Zack. Der eine rollt zum Strand.
Kann der auch ruhig? Ne, kann der nicht. Bleib's hier. Wird nicht einfach weggerollt. So. Zack, zack, zack. Wunderbar. So. Jetzt haben wir auch schon mal einen Schlafplatz gebaut. Da bauen wir eine Feuerstelle. Die Feuerstelle bauen wir diesmal ein bisschen, ein paar Meter weiter weg. Ein bisschen, nur ein bisschen. So, damit wir ein bisschen mehr Übersicht haben. Zack. Zack. Steine, die benutzen wir direkt. Was brauchen wir noch? Steine, Stöcke, wie immer. So, Feuer habe ich festgestellt. Feuer ist euer Freund. Feuer ist sehr gut. Habe ich einen Stein schon weggeschmissen? Also ist das. Feuer ist euer Freund. Feuer können die Viecher überhaupt nicht ab. Und zwar gar nicht, überhaupt gar nicht, null gar nicht. Wer schmeißt hier mit Baumstücken nach mir? Was soll das? Den brauche ich nicht zur Zeit. Da sind schon... Oh, oh, da ist ein bisschen früh. Ich brauche noch schnell zwei Steine, wenigstens da oben Steinstock. Eins, zwei Steine und wie viele Stöcke? Bevor wir Krieg anfangen, muss für den Krieg gewappnet sein. Die gehen gerade wieder wunderbar. Nein, nein! Ach, du Hirni! Verblödeter. Toll. So, schön. Wir brauchen aber mehr. Ich will nämlich hier oben zum Bleistift. Genau hier. Wunderbar, genau hier machen wir so ein Feuerdingsbums hin. Weil sehen ist alles. Ne? Zwei Steinchen. Ich brauche Steinchen. Stock ist hier. Steinchen hier. Noch ein Steinchen. Wunderbar. Zack. Der zündet alles an. Meine Fresse. Ich bin zu dumm. Ich drücke mal wieder zu schnell auf die Knöpfe. Gib her. Nehme ich mit. Ja. Ist okay. Bauen wir halt hier noch so ein Ding auf. Diesmal passe ich auf. Noch zwei Steine. Ein Stein. Ein Stein ist auch hier. Auch zwei Stein. Ein Stein, zwei Stein. Das war jetzt guter Witz. Nicht anzünden, nicht anzünden. Danke. Zack. Nehmen wir mit. Zack. Nehmen wir mit. Molotov-Cocktails. Genau. Molotov-Cocktails habt ihr oft beschrieben. Wunderbar, habe ich auch ausprobiert. Sehr effektiv. Wieso das Effektivste gegen die Hottentotten ist Feuer. Feuer ist wirklich wunderbar. Das mögen sie nicht, das können sie nicht. Da sind sie echt zu dumm für. Da unten ist Tümpel. Da werden wir gleich hinlatschen. Der wird mit Sicherheit... Mit Sicherheit wird da... Schnell hier so hin. Hepp. In dem Feuer, ja. Hier. Zack. Da, so. Warte mal, gucken. Flaschen. Flaschen liegen in der Natur hier rum. Warte mal. Hep. In der Natur. Liegen hier Flaschen rum. Habe ich natürlich nicht gemeint. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, weil ich mich beeilen will und trotzdem labern will. Da müssten die Fischlis sein und hier unten sitzen wir auch noch eine. Wir wollen alles voller Feuerstellen, von vorne bis hinten. Dann sind wir schön. Zack. Noch ein Stein und ein paar Stöcke. Da sind doch meine Flaschen. Zack. Zack. Geld. Hopp. Da oben lief schon wer. Wartet, ich habe keine Zeit. Ich muss erst. So. Zack. Ihr dürft nie so viel, zu viele Molotov-Cocktails basteln. Na, habt ihr was gefunden, Leute? Hey, hier bin ich. Kommt, Attacke. Noch ein bisschen. Nehme ich auch mit.
Wollt ihr nicht? Komm, komm, mein Freund. Komm. Hast du Angst? Gehst du petzen? Guck, die geht petzen, die Sau. Feigling. Was ist los mit euch? Ich will Krieg. Wo sind die hin? Die hauen ab. Die Feiglinge. So viel zum Thema Krieg. Ja? Pech gehabt. Dann lauft ihr weg. Feigen. Typen. So. Ich war noch dran. Brauche ich noch? Jetzt weiß ich nicht, was ich noch brauche. Sehen wir gleich. Stöcke. Steine habe ich mitgenommen wie blöde. Sehr gut. Gut, dass ich aufgepasst habe. Aber erste Linie heißt ja überleben und nicht Fackeln bauen. Was ist los? Zack. Komm schon. So. Prima. Mein Magen leert sich. Da können wir da schon mal anfangen, den alten Lizard reinzuschmeißen. Hep. Wunderbar. In der Zeit gehen wir hier zu Ende bauen. Ich bin nur dabei. So. Sehr gut. Beleuchtung ist echt ein wesentlicher Teil, weil meine ich festgestellt zu haben, das bringt sehr viel. Da haben die Penner echt ziemlichen Respekt vor. Und ja, warum nicht? Hier am Strand tummeln sich immer viele. Rumlaufen die, laufen die. Im Feuer drumherum laufe ich. Vom Wald kommen auch welche. Da bauen wir jetzt eine hübsche Falle und zwar direkt neben meiner Hütte. Da kommt schon einer. Ich hab dich gesehen. Ja? Du kannst direkt einen haben. Ja, warte. Geh in Feuer, 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 Feuer. Nummer 1 brennt. Huga! Usch! Und nochmal in die Uschi! Uschi ist tot, Typ ist auch tot. Warte! Wohin willst du? Hey! Ich tu nix! Hallo! Der Feigling geht petzen. Ich geh mich mal waschen. Da war der Typ, der eben gepetzt hat, ne? Abgehauen, gepetzt, der kam mal wieder mit Verstärkung. So, jetzt haben wir es mal eben gewaschen. Yep. So. Und jetzt bauen wir direkt mal hier ein Monument des Schreckens hin.